Für den TC Blau-Weiß ist die Hockeyhallensaison nun richtig losgegangen. Am Samstag, dem ersten Tag des zweiten Spieltagwochenendes, gab es ein Double-Feature der ersten Mannschaften. Die Damen hatten natürlich den Vortritt. Sie empfingen die Zehlendorfer Wespen. Beide Teams waren mit einer Niederlage in die Hallensaison gestartet, weshalb es auch direkt gleich viele Offensivaktionen zu sehen gab. Klar, beide wollten gewinnen. Der Siegeswille war da, Tore blieben jedoch für große Teile der ersten Halbzeit aus. Bis zur 27. Minute. Eine schöne Kombination und ein starker Abschluss der Zehlendorfer Stürmerin Alina Jäger. In der ersten Halbzeit waren wir noch ziemlich gut dabei, haben dann vor dem Halbzeitpfiff ein bitteres Gegentor bekommen. Sind nach der Halbzeitpause in der zweiten Halbzeit ein bisschen nervös geworden, haben unsere Chancen überhaupt nicht gut genutzt. Die Chancen nutzen, das taten jedoch die Zehlendorfer Wespen. 2:0 in der 39. und 3:0 in der 46. Minute. Am Ende nochmal versucht, den Torwart rauszunehmen und den Anschlusstreffer zu machen. Leider ist dabei im Gegenzug ein Kontertor für Wespen gefallen und dann war der Abstand einfach zu groß, sodass wir das nicht mehr aufholen konnten. Und kurz vor Schluss gab es dann sogar noch das 5:0, was dann aber auch der Endstand war. Nun mussten die ersten Herren des TC Blau-Weiß ran. Sie empfingen den Aufsteiger BSC. Die Favoritenrolle war also klar vergeben. Und Blau-Weiß wurde dieser auch gerecht. Direkt in der ersten Minute das erste Tor durch Nico Weging. Eine kurze Zeit später das 2:0 in der dritten Minute. Von hier an startete Blau-Weiß eine regelrechte Torejagd, eine Offensive. 4:0 stand es nach nicht einmal 15 Minuten. Der BSC versuchte zwar immer wieder offensiv gefährlich zu werden, doch Blau-Weiß stand gut und ließ wenig Torchancen zu. 7 Tore sollten es in der ersten Halbzeit werden. Für Blau-Weiß war es ein tolles Spiel. Kurz vor Ende dieser ersten Hälfte schaffte der Berliner SC den Anschlusstreffer zum 7:1 durch Dennis Pooks. Blau-Weiß hatte jedoch eine komfortable Führung zur Halbzeit und war eindeutig die spielbestimmende Mannschaft. Dennis Pooks in der 39. Minute traf zum 7:2 und in der 41. Minute zum 7:3. Blau-Weiß ließ jedoch nichts anbrennen, wie man so schön sagt, und erhöhte auf 10:3. Mit der letzten Aktion machte Dennis Pooks dann seinen 4. Treffer des Tages zum Endstand vom 10:4 seiner Mannschaft, hat das aber nur bedingt geholfen. Ja, mega gutes Spiel heute, haben alles gegeben. Gegen BSC Aufsteiger erstmal in der neuen Liga, in der ersten. Und es war ein attraktives Spiel. BSC hat nicht versucht, sich hinten reinzustellen, wie viele Aufsteiger das immer machen, sondern haben versucht mitzuspielen. Haben es auch eigentlich ganz gut gemacht. Ein erfreulicher Saisonauftakt also für den TC Blau-Weiß. 2 Siege aus 2 Spielen.